Dreckskerle. Mm-hmm.
Jawohl. Ja, ein Geschlechterkampf. Lustig wird's, definitiv wird's sehr lustig. Ja. Prozent. 3 Minuten übrig. About 3 minutes remaining. Now I push the publish button. Dann können wir sehen. Und willst du nicht mein Bruder sein, so stellt dein Bruder dir ein Bein. Ja. Und willst du nicht mein Bruder sein, so stellt dein Bruder dir ein Bein. Oh, ist der Typ hässlich, ey. Wahnsinn. Guck mal. Oder? Der ist doch, das ist doch ein Hässlein vorm Herrn. Naja, wir werden sehen. 4, 5, 6 Views. 44 Daumen hoch, 2 nach unten. Du kommst auch ein von mir nach unten. Der dritte ist von mir. Marco sagt. Pff, was hat denn der noch am Start? Das interessiert mich jetzt. Selbstwertgefühl. Nee, es geht um das eine Video. Videos. Erinnerungen an eine zerstörte Kindheit. Erinnerungen an eine zerstörte Kindheit. Vorhaben, Audioreihe, Gewalt. Mhm. Danke an meine 400 Abonnenten und GLR für die tolle Unterstützung. Wow. Jeder könnte es besser machen, jeder. Gestörte weibliche Sexualität in ihrer Folge. Da will wohl jemand ein Experte sein. Ihr habt überhaupt keinen Plan, ihr habt keinen Plan, ihr Kerle. Warum ist der Nikolaus ist jetzt arbeitslos? Was ist das für ein Satz? Guckst du mal, was du fabrizierst. Trump der Macher. Ja. Er ist besser als du, du Lascho. Lascho, du bist ein echter Lascho. Ein Lascho bist du. Ein Lascho. Lascho. Ja. Ein liebesgestörter Fascho. Eine LKW-Leitung zu erretten habe ich geraucht. Oh. Du bist vielleicht bald Nichtraucher, mein Freund. Naja, klar doch. Längst an der Flasche. Nicht wahr? Gehen wir doch alles. Oh, ey, nur. Boah, ist der ist so hässlich, ey. Der Typ ist so hässlich. Voll Deibe, ey. Wie können sich Kerle nur so hässlich machen? Wirklich. Das geht gar nicht. Das geht absolut überhaupt nicht.
Ist das nice, das ist so nice. Okay, ich war kurz nicht da. Jetzt ist dieses Video getan. Ich tut mir leid, also ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich muss jetzt hier mal was ansprechen, womit ich ganz bestimmt dem einen oder anderen auf die Füße treten werde. Aber ich kann es nicht ändern, das muss raus und das sage ich jetzt auch. Ein GLR. Und zwar. Da rede ich noch wie der Typ. Da gestern was gesehen, das hat mich so entsetzt. Und zwar gibt es jetzt etwas, das nennt sich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf irgendeine, ja, es muss der Feminismus-Seite gewesen sein. Und da wurde ein Video verlinkt, in dem gesagt wurde, dass es gibt einen neuen Begriff dafür bei den Feministen. Feministen und, oder Feministinnen, ja. Und der heißt Man's Planning. Da habe ich mich gefragt, was heißt das denn, Man's Planning? Und Man's Planning, ja, bezeichnen die Feministen als ungefragtes Erklären von Dingen, die der Mann der Frau erklärt, ohne dass sie danach gefragt hat. Und da wurde in dem Video darüber gesprochen, dass Frauen ja mehr viel weniger Redezeit haben als Männer und dass es gesellschaftlich ein Riesenproblem ist, dass Frauen, wenn sie jetzt an einem Tisch sitzen in einer Gemeinschaft, dass die Redezeit der Männer, die Redezeit der Frauen um ein Vielfaches übersteigt und dass Frauen sich, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich gehen die davon aus, es wäre alles anerzogen, ja, sich dann absichtlich zurückhalten, um kein schlechtes, wie soll man sagen, keinen schlechten Eindruck zu machen. So, und da wird jetzt von Seiten der Feministen gewettert, Mansplaining geht gar nicht und dass Männer Frauen irgendwas erklären und das auch noch ungefragt, das würde ja schon mal gar nicht gehen. Ja. Und da ist mir doch der Hutschnur geplatzt. Und da wollte ich jetzt einfach was zu sagen, und zwar erst einmal, das meine ich auch so. Wenn ich jetzt hier in diesem Video meine Meinung sage, dann werde ich jetzt der Einfachheit halber sagen, die Frauen und die Männer. Damit meine ich nicht alle Frauen. Und ich meine auch nicht alle Männer. Aber ich meine den absolut größten Teil der Männer und den absolut größten Teil der Frauen. Nicht alle. Nämlich ausdrücklich die Leute raus, denen das nicht so ist. Das heißt also, ich weiß nicht, in meinem Kommentarbereich habe ich hier auch einige Frauen, die wirklich nicht so sind. So, und die meine ich auch nicht. Und auch in meinem Freundeskreis habe ich auch Frauen, die... Ich bin so schön schwarz-rot-gold. Sind nicht so. Aber ich weiß, es sind Juwelen, es sind Perlen und es ist selten. Na klar. So, das erst einmal im Vorfeld gesagt. Damit sich hier bitte keine Frau auf den Schlips getreten fühlt, die das nicht angeht. Welche Frau trägt denn den Schlips? Was ein Lacher. Das ist mir selber ganz wichtig. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt soweit ausgedrückt. Ich werde es jetzt vor allem weiteren auch, wenn es eigentlich nicht.
Vor allem meinen sollte einfach der Einfachheit halten. Okay, also zurück zum Text. Die Frauen, die Männer. Die Frauen sagen, hier, wir Männer sollen denen nicht die Welt erklären. Ungefragt, das wäre eine Frechheit. Woher nehmen wir uns eigentlich das Recht, den Frauen die Welt zu erklären? Und das möchte ich jetzt aber sagen. Oh, ich merke schon. Es geht gleich los. Also, wer, da stelle ich mir einfach mal so ein paar Fragen. Wer hat die meisten Erfindungen gemacht? Die wichtigen Erfindungen von Bedeutung. Die Männer oder Frauen gemacht? Wer hat das Smartphone erfunden? Wer hat das Auto erfunden? Wer hat den Strom entdeckt? Ja. Diese scheiß Prothesen braucht kein verfickter, fickter scheiß Mensch. Diese Drecksprothesen. Wer hat das Kernkraftwerk gebaut? Wow, das habt ihr ja richtig gut gemacht. Fukushima. Herzlichen Glückwunsch, danke der Männerwelt für die Fukushima, ja, fick die Ushima. Atomkraft, richtig gut gemacht, danke. Wer schreibt die meisten und die schönsten und erfolgreichsten Musikstücke? Wer macht sowas? Wer denkt sich sowas aus? Männer denken. Ja, willst du wissen warum? Weil die Männer und die Frauen eine Verbindung haben. Und die Frauen, die Männer desselben. Verstehst du? Denn die Männer setzen das in der Welt, in der materiellen Welt um, wozu die Frauen nicht in der Lage sind. Verstehst du? Die Frauen empfangen die Ideen und geben sie an den Mann weiter, der sie dann umsetzt. Alles klar? Sieht sowas aus. Alles klar? Alles klar? Hör dir mal Prentice Wulfort an. Das Gesetz der Ehe. Hm? An meiner Bücherbank lang gehe. Und nimm mal deine scheiß Brille ab, du Hässlein. Oder auch überhaupt so. Ja? Was soll denn das? Was ist das für eine Maske? Wenn ich schon aufregst, dann mach's nackig. Ehrlich. Gucke, wer schreibt die meisten Sachbücher? Echt? Die ja so wichtig sind, weil wir dafür Bäume abholzen müssen, damit wir den Scheiß drucken können, den kein Schwein braucht, den sie dann containerweise aus irgendwelchen Messi-Wohnungen rauskauen. Ja? Bücher, vor allem auf Bäumen gedruckt, die überhaupt nicht für sowas gemacht sind, gedacht sind, überhaupt nicht dafür geeignet sind, Papier aus Bäumen zu machen. Schon mal darüber nachgedacht? Dass wir diesen ganzen Müll gar nicht brauchen, den ihr erfunden habt, weil ihr zu dumm seid, uns Frauen zu verstehen, ihr Dreckskerle. Schreibt die meisten relevanten wissenschaftlichen Arbeiten. Braucht kein Schwein den Dreck. Es sind Männer. Es sind perfekte Arschlöcher. Wer macht die meisten Vorträge im Internet? Du bist so dumm, Leute. In meinen Augen ist das Wichser. Das ist deine Wichser. Lecker. Von wem hat die Fußerbewegung oder die Wahrheitsbewegung oder was auch immer, die Leute, die sich irgendwo informieren wollen, die Hintergrundwissen haben wollen, von wem haben... Deiner Träume im linken Ohr. Ja, jetzt will ich das überhaupt nicht machen, den Rotz. Und ist es von Männern, die sich einbringen, oder von Frauen? Ja, die überwiegende Anzahl der Aufklärungsarbeit findet von Männern statt und nicht von Frauen. Die überwiegende Anzahl von Gedichten, die überwiegende Anzahl von Musikstücken, sowohl in der Vergangenheit als auch heute. Wo sind deine Gedichte? Wo ist deine Musik? Ich mache Musik, du nicht. Also bin ich doch, was das angeht, schon mal mehr Mann als du in deinen Augen. Hä? Männer gemacht.
Wenn ich bei uns durch die Stadtbibliothek gehe. Fang mal zu kreppen, ihr Dreckskerle. Ist denn so gut? Hör auf zu jammern, ihr Säufer. Die. Nur Männernamen auf den Büchern. So, und wenn ihr aber. Wenn du nur Männernamen sehen willst, dann siehst du auch nur Männernamen. Du bist voreingenommen in deiner Sicht. Ja? Wenn ich an eurem Bücherregal vorbeigeht und da reinguckt, dann werdet ihr feststellen, dass auch die Anzahl der Frauennamen auf den Büchern in der geringsten Zahl ist. Und das hat nichts damit zu tun. Frauen haben so einen Scheiß einfach nicht zu machen. Alles klar? Dass die Frauen jetzt nicht schreiben dürfen. Dass Frauen jetzt hier keine Bücher schreiben dürfen oder so. Sondern das hat ganz. Weil die das ja alle auch alleine so gerne machen, ne? Weil die ja mal alle denken, dass die Frauen so ticken wie die Kerle. Ja. Wisst ihr, was da ist? Wisst ihr, was da ist normalerweise unter Frauen? Andere Gründe, und dann ist nämlich jetzt ganz haarig. So, und das mögen die Haare. Frauen nämlich überhaupt gar nicht hören. Willst du mal Haare sehen? Ja, willst du mal Haare sehen? Möchte mal Haare sehen, ja? Ich sehe schon lange. Ja, schön. Wie gesagt, ist ja nicht alles so. Ja? Aber der Großteil der Frauen ist halt so. Ich kann da nichts für. Halt. So. Hör auf zu schwatzen. Der Großteil der Frau interessiert sich da halt auch einfach für viele Gesellschaftsthemen. Halt. Weltgesellschaftsrelevante Themen. Halt. Gar nicht. Halt. So, und wenn ich jetzt ins Internet gucke. Halt. Und ich sehe die ganzen Schwebvideos. Halt. Ich sehe die ganzen Katzenvideos. Halt. Ich sehe Robbing-Videos. Ja. Ich sehe Näh-Videos. Ich sehe. Nee, das ist euch. Jammern wir nämlich nicht auf höchstem Niveau. Wir machen was. Wir verschönern die Welt. Und wenn ein Katzenvideo mich zum Lachen bringt, ist es tausendmal mehr wert, als deine Drecksfresse hier sehen zu müssen. Alles klar. Wie mache ich meine Nägel-Videos? Ja? Ja. 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 Wie sehe ich gut aus? Ja. Meinetwegen. Weil das doch alles ist, auf das ihr die Weiber reduziert. Wie kämme ich meine Haare? Die zupfe ich. Ja. Wie rasiere ich mich da unten komplett? Ja? Aber das gibt's doch alles für Männer. Ich meine Augenbrauen. Ja, muss mal gucken, das gibt's doch alles für Männer. Was weiß ich, wie rasiere ich mir die Arschhaare? Ja. Also. Das habe ich jahrelang gemacht. Scheiße. Sowas. Das wird von Frauen im Internet produziert und wird. Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, wozu ihr uns gebracht habt. Hm? Angeboten. Ja? Absolute Bullshitterei. Völliger Unfug, Dinge, die kein Schwein braucht, außer die Frauen selber. Oh, und deshalb ist es Bullshit oder was? Nur weil du keine Frau bist. Was bist du für ein Drecksarschloch? Ey? Du bist so dumm. Du bist so ein elendes Miststück. Und das alles nur in erster Linie dafür, um selber gut auszusehen. Also auch völlig oberflächlich. Ja. 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 Ja, so ist es. Ja, genau so ist es. Denn wenn eine Frau nicht mehr schön ist, ist eine Frau unglücklich. Alles klar? Meine Mutter ist so inner. Völlig oberflächlich, völlig dümmlich und absolut schrecklich. Ja? Und diese Frauen, ja, diese fetten, hässlichen, dummen und nervenden, lauten, schrillen Frauen, die wollen uns Männer hier jetzt erzählen. Wie gesagt, es sind nicht alle so, nochmal ganz klar gesagt. Es sind nicht alle so. Aber ich habe jetzt einfach Bock, mir eine Randgruppe rauszupicken und mal so richtig abzukotzen. Ja, dass ich damit alle Frauen beleidige, ist mir scheißegal. Dass ich mal wieder nichts Konstruktives fabriziert habe, ist mir scheißegal. Dass ich die Welt mal wieder ein Stückchen dreckiger und hässlicher gemacht habe, ist mir scheißegal. Ich tue nichts dafür, dass es irgendwie schöner wird. Mach ich nicht, sagt Marco. Aber ich meine jetzt genau diese Frau meine ich jetzt. Also bitte. Also bitte. Oh bitte, ich meine doch nicht euch alle. Ich meine doch nur die andere Hälfte eurer Schwestern. Weißt du, ich mag nämlich die Schwestern, die mich immer noch bemuttern. Und die mich irgendwie, von denen ich irgendwas haben kann. Sei es nur, dass sie mir irgendwas vortanzen oder irgendwas Tolles erzählen oder irgendwas erklären.
oder irgendwas schenken oder mir ein Brot schmieren, ja. Ja, ich habe die Kommentare alle gelesen, bevor ich mir deine Drecksfresse angucken muss. Ja, ich habe alle Kommentare gelesen. Genau diese Frauen wollen uns Männern jetzt erzählen, wir sollen die Fresse halten, wenn wir was zu sagen haben. Ja. Was für eine unglaubliche Frechheit. Ja. Halt deine dumme Fresse. Wann haben Sie sich denn mal irgendwo eingebracht? Wo ist denn mal politisch wirklich irgendwo eine Frau, die nicht nur Zerstörung bringt? Wenn ich in die Politik gucke, ich sehe nur Zerstörung. Oh, und diese aktuelle Zerstörung hier, die sehe ich von Frauen. Wer hat denn hier die Politik der letzten 10 Jahre gemacht? Oder letzten 15 oder gefühlte 300 Jahre? Was sind das denn für Leute, die hier sind? Ah, schöne Politik habt ihr gemacht. Schöne Kriege habt ihr veranstaltet. Schöne Weltkriege habt ihr entfacht. Tausende Millionen von Menschen umgebracht. Ihr seid auch noch stolz drauf, ne? Oh ja, wir leben in einer beschissenen Zeit. Ich weiß. Zu Land zerstören. Sind das... wer ist das? So, das... Du wirst dann auf deinen Schwanz eingezogen haben, das kannst du aber wissen. Kann sich jeder mal fragen. So, und wenn ich jetzt höre, dass fette, hässliche, dumme, laute, aggressive Mannsweiber mit Eiern zwischen den Beinen hier mir erzählen wollen, hier, ich soll die Fresse halten, hier, da krieg ich zu viel. Ich sag dir, du sollst die Fresse halten. Ich bin weder dumm, noch fett, noch hässlich. Ja, du kannst mir nicht widerstehen. Und ich sag's im Namen aller Frauen, Kinder, Tiere, Pflanzen und halbwegs anständigen Männern, dass du das Letzte bist. Ja? Und sowas will ich von dir nicht nochmal hören. Und da sage ich auch nee. Das will ich nicht. Ich halte auch nicht die Fresse. Und ich mache gerne noch ein Video für dich. Ja? Ich mache für euch alle ein Video. Für alle. Und dieses Wort Mansplaining ist einzig und allein dafür gemacht, die Dummheit solcher Frauen zu kaschieren, damit es nicht auffällt, dass sie einfach nur strunzendumm sind, ideologisch gewaschen, nichts im Kopf, gar nichts, ja? Also zumindest nichts Relevantes, was beiträgt, die Gesellschaft besser zu machen. So wie du das gerade tust, ja? Total relevant. Ich mach das gerade. Ich wandle deine Scheiße, die du ja von dir gibst, in was Schönes. Und das, was ihr seht, das streitet euch an, nicht wahr? Ja. Oh, natürlich haben die auch was bekommen. Oh, und sowas lehne ich erst einmal kategorisch ab. So, und... Kate. Das ist ja... Aus Amerika kommt das wieder rüber. Das ist schlimm, ne? Das ist immer noch nicht mitgekriegt. Das 20 Jahre, 25 Jahre danach. Genau, hier in Hause ist wieder drüben. Ja? Wortschöpfung, wo es darum geht, uns Männern den Mund zu stopfen. Richtig so. Guck dir mal ein paar Videos ein von mir mit Bernd. Wer ist denn genau, warum der die Klappe zu halten hat? Und warum ich niemals ruhen werde, bis ich das geschafft habe. Und ich werde mich niemals unterkriegen lassen. Ich werde mich niemals unterbuttern lassen. Weil dann will ich mir selbst schaden. So beschütze ich mich. Das ist mein Selbstschutz. Mein Selbstschutz. Schutz. Ja? Ich schütze mich. Gesellschaft schon schwer genug. Ja, wir haben es überall mit aggressiven Mannsweibern zu tun. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und willst du wissen, warum? Weil ihr Typen keine Typen mehr seid. Also müssen wir Weiber das in die Hand nehmen. Hm. Ja, da hat vorhin jemand geschrieben, dass das 99% der Soldaten, dass das ja alles Typen sind. Ja. Ja. Na, wollen wir mal sehen. Die Frauen sind nicht so dumm. Und machen das. Die lassen sich. Wir Frauen sind nämlich keine Befehlsempfänger. Ja, ich möchte mich jetzt mal als Frau dazu zählen. Auch als Mädchen. Wir sind keine Befehlsempfänger. Jedes innere Mädchen, ja? Auch du hast ein kleines inneres Mädchen. Bernd hat ein kleines inneres Mädchen, das ja jedes Mal zum Vorschein kommt, wenn er mal wieder das letzte Wort haben will. Ja? Mal wieder das letzte Wort, damit bin ich jünger und weiblich. Also hat er die Schnauze zu halten, wenn ich das so sagen. Ja, jedes kleine Girl. Lässt sich nichts sagen.
Wir Weiber lassen uns nichts sagen. Und ihr Typen lasst euch auch nichts sagen. Es geht darum, es freiwillig anzuerkennen, es freiwillig zu sehen, etwas zu lernen, mal ein bisschen Liebe ins Spiel zu bringen. Denn von dem, den du liebst, lernst du. Ja? Lernen. Ja, nicht gleich dicht machen, blockieren. Lernen. Lieben. Ja? Ja. Schön, dass der Merkur bald rückläufig wird, ey. Ich weiß jetzt, was hier in der nächsten Zeit auf mich zukommt. Das wird richtig, 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 richtig schön. Richtig nice, das Weihnachtsfest und das. Am Weltmännertag wird sich über uns lustig gemacht, ja? Ja, weil man muss durch die Medien werden durch den Kakao gezogen, als wären die Letzten. Und die Männerrechte sind sowieso am Arsch. Ja? Überall irgendwelche Evanzen, die rumwerfen und die rumpoltern. Ja, weil er einfach mal zu kotzen will. Ertragen. Das ist nicht zu ertragen. Wenn ich jetzt über so einen Begriff wie Mail zu bringen. Ich sag mal nochmal was, ja. So werde ich das Nietzsche dann auch wenden. Willst du nicht mein Bruder sein, so stellt dein Bruder dir ein Bein. Ja? Das ist euer Bruder. Meine rechte Seite ist euer Bruder. Und willst du nicht mein Bruder sein, ja? So stellt dein Bruder dir ein Bein. Dass man nicht mal den Mund aufmachen darf, wenn man was zu sagen hat. Ja, bitte, wo soll es denn hinführen? Ja, wer hat denn die Gesellschaft dahin gebracht, wo sie ist? Waren das Männer oder waren das Frauen? So, was ich jetzt hier. Na, auf jeden Fall waren es wir Weiber. Denn wir haben dafür gesorgt, dass die Gesellschaft bestehen kann. Wer bringt denn die Kinder auf die Welt? Das wollt ihr immer noch nicht verstehen, oder? Das wollt ihr immer noch nicht verstehen, hier in der Legebatterie Deutschland. Wo die Eier regelmäßig hinten rausgedrückt werden, ja? Regelmäßig. Und euch haben sie eh schon früher abgeschnitten, ey. Nee. Das habe ich in meinem Video schon mal erzählt. In den letzten Jahrzehnten ist eigentlich, dass Frauen das ganze Land zerstören. Und alles... Wie bitte? Frauen zerstören das ganze Land? Ey, was du hier raushaust, das ist echt das britische Teufelsküche. Das kannst du auch wissen. Das ist eine Lüge nach der anderen. Schämst du dich nicht? Du musst mir deine Brille abnehmen. Vielleicht siehst du dann die Scheiße, die du fabriziert hast, ja? Wofür andere Generationen mal wirklich gekämpft haben, zerstören. Gekämpft haben die. Ja. Gekämpft haben die. Zersetzen. Und jetzt wird uns auch noch gesagt, wir sollen die Fresse halten. Ich glaube, es hat. Ja, endlich mal die Fresse halten. Endlich mal die Fresse halten. Einfach endlich mal die Fresse halten. Oh, das ist schön. Das wäre so schön, wenn wir mal die Fresse halten können. Wenn wir mal die Fresse halten können. Und einfach mal das Maul halten. Einfach mal die scheiß Schnauze dicht machen. Ja, Fresse halten. Fresse halten. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Und da bin ich nur überhaupt gar nichts von. Du bist bald abgehalten. So. Und das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Wie gesagt, das geht gar nicht. Du gehst nicht. So. Und jetzt bitte tot euch unter der Kommentarfunktion raus. Ich will sie veräufen noch. Männer. Das Spiegel. Geiler Scheiß. Geilster Scheiß ever. Geilster Scheiß ever. Ja, schon klar. Geilster Scheiß ever. Wirklich. Ohne Scheiß. Geilster Scheiß ever. Wenn ich noch eine Schwester habe, dann haben wir ein Doppel-X. Bis später.